Cheerio, meine Freunde. Willkommen zurück zu StarCraft 2. Oh yeah. Hallo, Mikrofon. Moment. Ich liebe mein Mikrofon. So. Schon besser. So. Ja, beim letzten Mal haben wir den Odin uns geklaut. Jetzt wollen wir ein bisschen mit unseren Leuten unterhalten. Hast du dich schon mal gefragt, warum Minsk nicht einfach seine Ghosts auf dich angesetzt hat? Du bist ihm seit langem ein Dorn im Auge. Ein Attentat gegen mich würde mich nur zum Märtyrer machen. Dann würde er mich nie los. Erst muss er meinen Ruf zerstören. Sehr gut. Trotz deines Hasses auf ihn denkst du noch klar. Natürlich hat seine Geduld auch Grenzen. Vorsichtig, Reno. Auf diesem Schiff gibt es bereits jemanden, der für Mengs gearbeitet. Ich spüre es. Das ist aber unschön. Also, wie macht sich der Odin als Kampfmaschine? Kumpel, das Ding ist eindeutig die beste Erfindung in der Geschichte der Menschheit. Damit rumzulaufen und für ein bisschen Recht und Ordnung zu sorgen, hätte mir fast Tränen in die Augen getrieben. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn ich noch eine Runde damit drehen kann. Du bekommst deine Chance noch früh genug, Kumpel. Keine Sorge. Wir gucken uns mal ein bisschen Nachrichten an. Hier ist Kate Logwell und ich berichte live aus dem UNN-Hauptquartier auf Korhal. Schalten wir zu Donny Vermillion, der einen ganz besonderen Gesprächspartner hat. Richtig, Kate. Ich freue mich, General Horace Warfield begrüßen zu dürfen. General, die Liga-Streitkräfte werden heute also ihre neueste Waffe vorstellen, die Odin-Kampfmaschine. Allerdings, Donny. Wir werden den Odin auf den Straßen Korhals vorführen, live begleitet von ihrem hervorragenden Sender. General, Kate Logwell hier. Ich habe Gerüchte gehört, dass es logistische Schwierigkeiten bei der Präsentation des Odin gegeben haben soll. Augenblick, Sie haben richtig gehört, Kate. Der Transport des Odin hat sich verzögert und wir haben vorübergehend den Kontakt zur Produktionsfabrik verloren. Aber nun ist er wohlbehalten angekommen und wir können mit der Vorstellung beginnen. Wir machen die Nachrichten. Die Enthüllung der neuen zerstörerischen Waffe der Liga auf den Straßen Korhals. So kann ich nicht arbeiten. Diese Frau soll sich gefälligst aus meinen Interviews raushalten. Mein Kumpel Horner zieht die Sache also wirklich durch. Ich gebe zu, ich bin ziemlich beeindruckt. Tja, Donny. Kate ist immer nicht so hirnlos. Und Mist wie du. So. Sag mal, Swan, wie stehen unsere Chancen, sowas wie den Odin zu bauen? Bist du verrückt? Wir haben nicht annähernd die Ausstattung dazu, sowas Großes in Massen zu bauen. Und ich habe gedacht, du könntest so ziemlich alles bauen, Swan. Witzig. Na gut, es muss ja nicht unbedingt groß sein. Ich lass mir was einfallen. Mach dir mal keine Sorgen. Das Ding mag zwar nett aussehen, aber ich baue dir was, was eine ganze Ecke praktischer ist. Du wirst schon sehen. Klingt gut. Gerne. Fahrzeuge. Was benutze ich normalerweise sonst noch so? Also ich würde gerne hier Dings verbessern, den Raumjäger, genau. So. So. Beginn mit 100 Energie, das heißt, man kann sie sofort vollständig tarnen. Hört sich doch toll an. So, jetzt wollen wir erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Wir haben nämlich Zerg-Proben gefunden. 20.000, 30.000. Wow, haben wir wieder 50.000 eingenommen. Das heißt, wir haben wieder 120.000. Also zurück zum Arsenal. Konsole. So. Nehmen wir das mal. Ein paar Wiener anstatt der Sanitäter kann ich dann Medivac bauen. Da. Na, ja, ich wollte zur Brücke. So. Matt, was geht? Sir, als Tychus auf das Schiff zurückgekommen ist, habe ich ihn von den Technikern scannen lassen. Matt, du brauchst unbedingt ein anständiges Hobby. Ernsthaft, Sir. In seinem Anzug ist ein raffinierter Empfänger eingebaut. Erhält dieser den richtigen Code, werden alle seine lebenswichtigen Organe außer Gefecht gesetzt. Dieser Anzug ist eine Todesfalle.
Als würde ihm jemand eine Knarre an den Schädel halten. Und wer hat den Finger am Abzug? Möbius? Tychus, wo hast du dich da diesmal reingeritten? Nope, Smanx. Tychus ist leider ein Verräter. Mann. Tychus. So, nach Kohal? Ja, wir gehen erstmal nach Kohal jetzt. Oder holen wir uns erst das... Ich finde, wir holen uns erst das Artefakt. Weil dann können wir nämlich die beiden letzten Missionen zusammen machen. Finde ich gut. Meine Partner von Möbius haben das letzte Teil des Artefakts aufgespürt. Es befindet sich auf einem verlassenen Xel'Naga-Schiff im Sigma-Quadranten. Ganz schön weit ab vom Schuss, Junior. Das Artefakt befindet sich dort. Dieses Schiff verfügt über Generatoren, die Desintegrationsfelder erzeugen, die jede Art von Materie innerhalb von Sekunden in ihre Moleküle zerlegen. Zum Glück sollten unsere schweren Kreuzer der Minotaurus-Klasse lange genug in den Feldern bestehen können, bis die Generatoren zerstört sind. Sonst noch irgendwas, das wir wissen sollten? Nun, Langstreckenscans haben eine beachtliche Streitmacht der Tal'Darim in der Gegend ausgemacht. Das wird langsam zu viel für uns, Jimmy. Energiefelder? Für die Selbstmordmission habe ich mich nicht gemeldet. Wir sollten einfach die Kohle nehmen und abhauen. Bekommst du kalte Füße, Tychus? Wegen dir habe ich 9 Jahre im Knast verbracht. Ich werde mich doch jetzt nicht umbringen lassen, nur damit du deine Prinzessin retten kannst. Denk daran, du schuldest mir noch was, Partner. Nicht genug, um das hier wegen dir abzublasen. Dann ziehen wir die Sache eben ohne dich durch, Partner. Dann sind wir uns ja einig. Du weißt, wo du mich finden kannst. Adjutant, bereite das Schiff auf den Sprung vor. Bring es hinter uns. So's. Schlund und Leere. Jetzt war er uns zu vergrößern. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt uns das Artefakt tun, dann können wir nämlich beide letzten Missionen, weil ich denke mal, Kohal wird die letzte Mission sein gegen Manx, weil wir da ja diese Nachricht abspielen, wo Manx die Zerstörung von Tarsonis befiehlt. Und Char ist ja auch der letzte Planet, wo wir den Kerrigan retten sollen. Bin gespannt. So. Warnung. Anomale Gravitationsstörung entdeckt. Dort! Ein Desintegrationsfeld, wie Valerian es gesagt hat. Die Kreuzer sollten lange genug standhalten, um den Emitter zerstören zu können. Aber nur, wenn sie ihr Feuer konzentrieren. Verstanden. Das heißt, wir sollen ihn jetzt erstmal vernichten, damit wir uns eine Basis aufbauen können. Okay. Musste mal kurz husten. Was ist das hier? Yamato-Kanone. Ich sehe mit... Kurs ermittelt. Bam! So. Sehr schön. Was meinen Sie, Sir? Blitzschnell zuschlagen und wieder raus? Wir werden hier mehr als ein paar schwere Kreuzer brauchen, um uns den Weg freizuräumen. Lassen Sie sich Zeit, Commander. Ich würde es bevorzugen, wenn wir das Artefakt auch tatsächlich bekämen. Okay. Dann brauchen wir noch ein paar WBFs. Bitteschön. Wir haben 4 von denen. Wir werden kaum normale Ressourcen hier auffinden. Aber jahrhundertelanger Asteroidenbeschuss hat Mineralienfragmente und kristallines Vespingas überall auf dem Wrack verteilt. Nun gut, untersuchen wir mal die Gegend und sehen, was wir mitnehmen können. Was nicht passt, wird passen. Boah, Heigen erschreckt. Was dicht wird? Müssen also aufpassen. Wie geht's euch? Die reparieren sich so langsam. So, dann baue ich jetzt erstmal hier die Dinge fertig. So. Stimmt hier. Ich sehe schon. Ja, komm. Zack. BBF
einsatzbereit. WWF einsatzbereit. Ja. Na? Nicht genügend Mineralien. Ich warte ja auf die erste Nachricht von dem Talabarin wieder. Ah, James Raynor. So. WWF bereit. Da lang. Hier, hier lang. Nur dahin. Nee, hallo? Da, du, dahin. Richtig, ich baue jetzt erstmal noch. Schlechte Neuigkeit. Erweiterung fertiggestellt. Was ist denn mal? So. Kapiert! Erweiterung fertiggestellt. Jawohl! So. Nicht genügend Mineralien. So, ich baue mir jetzt erstmal so einen kleinen Trupp von Space Marines, um. Um halt so ein bisschen die Mineralien hier auf. Also hier die Sachen aufsammeln. Müssen halt nur aufpassen, ne? Kann's kaum noch erwarten. Hier sieht man die ganzen. Und hier hinten können wir dann auch weiter abbauen. Achso, wir kommen gar nicht rüber. Achso. Durchgeladen und entsichert. Positiv. Wir kommen da gar nicht rüber. Also muss ich ja mit Fluggeräten arbeiten. Ah, okay. Jetzt geht's rund. Oh. 10-4. Selbstverständlich. Kommt noch was? Könnt ihr die mal platt machen da? Das wäre süppi. Pam. Alle Mann vom Bord! Alle Mann vom Bord! Warum ist der russisch? Was ist los? Ach, wirklich? Ja, komm an. Abmarsch bereit! Oh. Bin unterwegs. So. Wird gemacht. Ja, Commander. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl. Dann werde ich irgendwo brav sein. Weißt du was? Zwei Panzer baue ich hier hin. So, hier, die sind gebaut, also das ist gut. Was liegt an? Dann schnapp ich mir einen Dings. Baue hier trotzdem erstmal zwei Bunker. Weil wir haben ja gerade gesehen. Wir kommen sogar auf die Idee, hier Einheiten abzulassen. Naja. Warum nicht? So. Das heißt, wir bauen jetzt auch nochmal ein paar Space Marines. Aufgedankt und einsatzbereit. Bau hier auch noch ein paar Dings hin. So. Hör zu. Was ist das Ziel? Oh, weißt du was? Das ist Quack. Da bin ich dabei. Ich höre. Zack. Schießen Sie los. Zack. So. Mineralienfeld. BBF einsatzbereit. Huch. So. Dann haben wir so erstmal einen kleinen Schuss. Sollten die Taldarim hier Einheiten hinschicken. So, es werden 4, wir brauchen aber 6. Das heißt, ich brauche nochmal 2.
Mineralienfeld erschöpft. So. Ja, Kommandant. Einsatzbereit. Worauf soll ich ballern, Sir? Schlechte Neuigkeiten? Los, boss mal die Maschinendock endlich fertig. Weil wir nämlich endlich das hier bauen. Der. Mein Ding ist gerade, mein Mule ist gerade kaputt gegangen. So, wir werden aber noch ein Dings bauen hier gleich. Ein Herkules-Klasse. Lass dich auf den Mountain bauen! Ja, so, wie bereits gesagt. Abmarschbereit! Ja, dann mal rein hier mit euch. Dum, dum, dum. Zerstören Sie das Telnaga-Gewölbe. Bing. Ja, die haben wir leider nicht freigekauft. Ab die Post. Was jagen wir hoch? Rock and Roll. Kommst du da durch? Tatsächlich, cool. Jawohl! Benötige weiter im Mineralienfeld erschöpft. Sehr schön. Danach würde ich sehr gerne. Darf sonst noch was sein? Aha. Nicht genügend Mineralien. Weil ich nämlich Angst habe, dass die hier langkommen werden. Sie wünschen? Ja, guck mal, dann fliegen wir hier schon mal rein. Auf dem Weg. Kurs ermittelt. Na dann, Jungs. Feuer frei für eure Yamato. Okay. Fahrtreffer werden alle den Schuss unter. Standort gibt es nur geringe Mineralienvorkommen. Zusätzliche Mineralienvorkommen wurden in der Nähe verortet. Mineralienfeld erschöpft. Wird gemacht. Verstanden. Ja, Kommandant. So, sehr schön. Die habe ich schon ausgefahren. Die habe ich schon aus. Nee. Jetzt aber. So. Yay. And how does that, Freund Trainer? Die Taldarim haben all jene, die gegen sie sind, gefangen genommen. Befreit uns und wir werden mit Freude an eurer Seite gegen sie kämpfen. Klingt gut. Bin dabei. Wer hat die Flotte gerufen? Retten Sie die gefangenen Protoss. Bin dabei. So. Mineralienfeld. Alle Mann von Bord! Ja, Kommandant. Mineralienfeld erschöpft. Zerstört mal das da auch noch.
Na wunderbar. Was sagt denn mein... Hat mein Herkules noch nicht fertig? Mein Herkules ist noch nicht fertig. Weil ich die dann einpacken muss hier. Das brauche ich, ne? Das Waffenlager war für Schiffe. Ach komm, wir sind auch fertig. Ja, guck mal, hier landest du dann. Was ist los? Fertig? Oh, supi. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Okay. Roger. Na, hier nimm mal mit hier. Die lasse ich trotzdem hier stehen. Damit die Basis hier dennoch bestehen bleibt. Falls ich jetzt Waffen, also... Mit links. Falls ich jetzt sowas wie Dings hier baue, wie... Na sag schon. Was liegt an? Ja. Sowas baue wie hier Panzer und so weiter, dann kann ich die mit dem Herkules rüberbringen. Hätte ich es wahrscheinlich sogar machen. Roger! Mit links. Guck mal, kommt ein Einzelner. Bap, bap, bap. So. Ach, die machen sich daran leicht, die Dinge zu reparieren. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Klack, 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 klack. Und los bauen. Nur zu. Ja? Okay. Anfang. Alter, das sind drei Stück. Okay. Du Fuchs, hier sind drei Vespinen gesehen. So, dann baue ich mir hier nochmal 12 Soldaten. 6. So. Baue. Obwohl, kann ich mir auch senden lassen, ne? Ja, perfekt. Aufgedankt und einsatzbereit. Ich brauche für Schiffswaffen so. Du kannst schon mal einladen. Oh, entschuldige, ich bin gegen das Mikrofon gekommen. Was jagen wir hoch? Bewegung, Bewegung! Hier nehmen wir mit. Bunker und Dings reichen. Roger! Ja, hier. Wow, Eigenerschreck. Vespina bauen. Oh. Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, ups. Hat da unten Dings vergessen. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Ein Gegner oder so. Okay. Und nochmal 6, bitte. Nö, eigentlich nicht. Jawohl. Yep.
So. Bewegung, Bewegung! Du kannst die alle hier rauslassen. Mit links. Ja, Commander. Was gibt's? Da bin ich dabei. Einmal da oben hin. Nur zu. Du fährst hier hin. Ich höre. Du fährst dahin. Jetzt geht's rund. Lauter. Ja. Oh, er fährt jetzt einmal durch das Synkrit. Ja. Was gibt's? Basis wird angegriffen. Jo, wie gesagt, das reicht. Ach, wirklich? Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Was nicht passt, wird passt es ja mal. Dann sammel mal ein hier. Bewegung, Bewegung! Mineralienfeld erschöpft. Benötige weitere Depots. Okay. Nur zu, was wichtig ist? Wir brauchen Depots. Kommen wir leider wieder nicht drum herum. Yep. Ist ja nicht mein Geld. Ist ja nicht mein Geld. Nee. Aha. Wow, Heigen erschreckt. Ja? Immer bitte hier rauslassen. Mädling. Bereit machen, Jungs. Wird gemacht. Vier? Das sind die alle mitgenommen, ne? Ich wusste es. Roger! Button! Ah, ja, dann gehst du wieder sammeln hier oben. Wann geht's los? Da ist ein Gefängnis. Ich würde erstmal gerne die hier kaputt machen. Sie wünschen. So was, Leute, wir fahren los. Aufgedankt und einsatzbereit. Bestätigt. Zerstört mal das Integrationsfeld. Schutzkammer. Wir sind dem Artefakt sehr nah. Zack. Macht euren Frieden mit den Göttern, Sünder. Oh. Nun werdet ihr für eure Frevel zur Rechenschaft gezogen. Dieses Protoss-Mutterschiff ist beeindruckend, Sir. Unsere Scans zeigen an, dass es dazu in der Lage ist, Verbündete zu tarnen. Außerdem kann es Feinde für kurze Zeit in eine andere Dimension verbannen. Hey, 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 hey. Oh.
Wir ziehen uns vorerst zurück, ey. Ob das auch angreift oder nur stehen bleibt. Habt unseren Dank, James Raynor. Die Teile darin werden für ihren Verrat bezahlen. So. Ist der Herkules auch? Obwohl, ich wollte ja erstmal wieder Panzer noch holen, ne? Aber die sollten ja eher hier unten bleiben, stimmt. 1, 2. Ah, die sind schon da. Oh, Moment. Was gibt's? Einmal hierher fahren. So, er ist da. Gut. Ja. Und tschüss. So, hier geht noch hier rein. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass unsere Kreuzer einsatzbereit. Flotte repariert wird. Was liegt an? So Leute, aber ich würde mal sagen, ich beende die Folge mal für heute. Wäre nett, wenn ihr ein paar bewerten könntet und beim nächsten Mal machen wir weiter. Also bis dann. Ciao.